Ah, hallo, grüß dich. Jetzt. Sehen Sie mich? Die gewünschte Person ist zurzeit nicht erreichbar. Ja, die Sparda Bank Glücksbringer sind wieder unterwegs. Wir haben ja im letzten Jahr einige Vereine, Einrichtungen schon unterstützen dürfen und haben über Facebook gebeten, uns Vorschläge zu machen, welche Vereine, welche Einrichtungen können gerade in der jetzigen Situation mit dieser Corona-Krise Unterstützung brauchen. Aufgrund der Situation, wir können ja nicht wie in der Vergangenheit einfach hinfahren und die Spendenempfänger überraschen. Deswegen probieren wir sie jetzt über Telefon oder über Videokonferenz. Ja, Bayern? Herr Bayer, grüß Gott, mein Name ist Gruber von der Sparda Bank Ostbayern. Ja, grüß Ihnen. Darf ich da kurz stören, Herr Bayer? Und ich darf Ihnen auch den Betrag sagen. Das sind 5.000 Euro. Okay. Die gewünschte Person ist zurzeit nicht erreichbar. Ah, hallo, grüß Sie. Jetzt seid gleich sagen, ich werde mir Spende für einen in Höhe von 5.000 Euro. Hey, das ist super. Erst einmal vielen Dank für die Geduld. Kein Problem. Und deswegen haben wir entschieden, dass wir Ihnen eine Spende überreichen wollen. Und ich kann das Geheimnis gleich auflösen, es sind 5.000 Euro. Super, vielen, vielen lieben Dank. Gerne. Und ja? Zwar, ich kann das Geheimnis lüften, es sind 5.000 Euro. Sehr schön, die, da freuen wir uns sehr. Schön zu reden und damit ich Ihnen auch die Info geben kann, dass wir Ihnen gerne 5.000 Euro als Spende überreichen würden. Wahnsinn, super. Ja, na, also erstmal wahnsinnigen Dank für das Geld, also kann man wirklich definitiv gebrauchen. Diesen Betrag auch, also das ist auch für mich als Ehrenamtler jetzt gesprochen einfach der größte Dank, den man erfahren kann, dass man einfach für die Leute ein kleines Dankeschön bekommt. Einfach, sei es jetzt monetär oder auch Schutzmasken, wo uns genäht werden, wo uns zur Verfügung gestellt werden und so weiter. Das ist jetzt nicht nur wir als Bank, sondern es sind sehr viele Menschen bei uns in der Region, die das sehr schätzen, sehr wertschätzen, ihre Arbeit. Und das, glaube ich, muss man an dieser Stelle auch noch mehr zum Ausdruck bringen. Und geben Sie das bitte an alle Ihre Helfer, an Ihre ehrenamtlichen, aber hauptamtlichen Mitarbeiter weiter. Weiterhin alles Gute und das Wichtigste ist, bleiben Sie gesund. Und wir sind einfach nur froh, dass wir dank unserer Kunden, dank der Sparer beim Gewinnsparverein letztendlich diesen Beitrag auch leisten können. Diese 25.000 Euro insgesamt, die, denke ich, sehr gut angelegt sind in diesen Vereinen, die wir heute ausgewählt haben. Und ich wünsche allen weiterhin viel Durchhaltevermögen in der jetzigen Situation. Und das Wichtigste, bleiben Sie gesund. Bis bald.